Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen bei meinem ersten neuen 365 Tage Don't Cut My Hair Challenge Video. Ich bin irgendwie super excited, super nervös, super aufgeregt. Ich habe heute Morgen das Haarschneidevideo gedreht und das erste Mal nach einem Jahr meine Haare geschnitten. Ich bin so, ich weiß nicht, voller Freude in mir, weil ich mir so denke, ich habe es einfach durchgezogen. Im Endeffekt ist mir dann aufgefallen, dass mir ein Monat gefehlt hat, weil ich den ersten Monat mitgezählt habe. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich hatte nicht direkt da meine Haare geschnitten und dann losgelegt, sondern ich hatte meine Haare da schon ein gutes Stück wachsen lassen und dann trotzdem gestartet. Dementsprechend nehme ich mir das jetzt nicht übel und sehe das nicht als Fail oder sonstiges. Ich weiß aber diesmal, dass wenn ich jetzt am 30. Juli anfange, auch am 30. Juli enden muss, logischerweise. Ich habe meine Haare heute nach dem Mondkalender geschnitten. Dazu habe ich ein separates Video gemacht. Das ist auch online, da könnt ihr gerne vorbeigucken. Ich muss ehrlich gestehen, jetzt gerade wo ich mich sehe mit dieser Haarlänge, ich liebe diese Haarlänge an mir und ich muss ehrlich sagen, ich würde die sogar am liebsten beibehalten und gar nicht unbedingt wachsen lassen. Aber mal gucken, wo uns das Ganze noch hinführt und ich bin mal gespannt, ja, wie meine Haare nach diesem Jahr aussehen. Ihr seht, es ist nicht unbedingt sehr viel an Länge abgekommen, allerdings dieses Stück schon und ich habe halt Stück für Stück immer weiter höher geschnitten. Erstens, um das Ganze anzugleichen, dass beide Seiten gleich lang sind. Meine Tante hat heute von hinten auch nochmal ausgebessert, denn von hinten war so ein ganz kleines Stückchen, das hatte ich davor schon im Spiegel gesehen, was noch nicht auf der perfekten Länge war und jetzt sieht sogar von hinten und von vorne richtig gut aus. Und ich finde dafür, dass ich meine Haare alleine geschnitten habe und nur hinten nochmal jemand ausgebessert hat, habe ich es richtig, richtig gut hinbekommen. Ich habe mir übrigens auch wieder so mäßigen Curtain Bangs geschnitten. Das hatte ich davor immer mal wieder. Allerdings sind meine Haare so dämlich gefallen die letzten Wochen, dass ich mir dachte, ich muss hier vorne ein bisschen was Kürzeres schneiden. Und vor allen Dingen, meine Haare sind sowieso super, ja, kaputt gewesen im vorderen Bereich. Deswegen tat meinen Haaren das hier vorne besonders gut, die mal abzuschneiden. Von der Farbe her bin ich momentan sehr, sehr zufrieden. Ich hatte meine Haare ja in Ginger getönt. Ich habe auch eine neue gingerfarbene Tönung bestellt. Allerdings habe ich momentan gar keinen Bock, die Probesträhne zu machen und warte lieber ab, bis ich wieder richtig Bock auf gingerne Haare habe. Ich habe übrigens sogar noch rote Tönung zu Hause. Also mal gucken, wann das so an den Start kommt. Ich werde mich auf jeden Fall mit Tönung noch ein bisschen ausprobieren. Nicht super viel, also so in die dunkle Richtung und so auf gar keinen Fall. Ich habe auch überlegt, mir eine Perücke zu holen. Das heißt, ich werde mich auf jeden Fall, was meine Haare angeht, ja, weiter ausprobieren, aber nicht unbedingt immer an meinen eigenen Haaren. Ginger, wie gesagt, möchte ich nochmal ausprobieren mit der anderen Tönung, aber jetzt gerade nicht. Also keine Ahnung, ob sich das in 4-5 Tagen ändert. Wir wissen ja mittlerweile, wie abwechslungsreich ich bin, was meine Haare angeht. Habe ich irgendwelche Dinge in meinem Kopf, die ich unbedingt machen möchte dieses Jahr, was meine Haare angeht? Nein. Ich weiß nur, dass ich meine Haare noch einmal ein Jahr in Ruhe lassen möchte. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich vorhin, als ich geschnitten habe, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich bin in diese Haarlänge verliebt. Ich mag diese Haarlänge extrem gerne und habe auch in dem Schneidevideo gesagt, ich bin gar nicht, ja, so wie ich damals war, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich will unbedingt lange Haare haben, sondern ich denke mir so, okay, ich will einfach nur, dass meine Haare healthy sind und ich so gesehen auch durch diese Challenge so ein bisschen wie so ein Tagebuch für mich habe, wo ich so, okay, das und das habe ich diesen Monat gemacht, so und so habe ich mich um meine Haare gekümmert und so wachsen meine Haare jeden Monat. Dann möchte ich das mit dem Mondkalender ausprobieren. Ich habe sie nach dem Mondkalender geschnitten. Macht das wirklich einen Unterschied oder macht das keinen Unterschied? Das sind so Dinge, die ich gerne sehen möchte und ob ich dann nach dem Jahr sage, okay, wir schneiden meine Haare wieder auf die Länge, weil die Länge mir richtig gut gefällt, sehen wir dann. Was die Tönung meiner Haare angeht, habe ich euch ja davor schon gestanden, wenn man das so nennen kann, dass die Tönung hier in meinen Längen viel heller ist als mein Ansatz. Ihr seht meinen Ansatz auch wieder durchkommen. Also, ich finde schon, dass man das ganz gut sieht. Heute Morgen im Tageslicht hat man das noch besser gesehen. Aber mein Ansatz kommt wieder durch. Ich werde jetzt meine Haare erstmal in Ruhe lassen, was das angeht. Wenn ich aber merke, dass mein Ansatz zu lang wird und mir das zu komisch wird vom Übergang, würde ich meine Haare genauso tönen wie mein Ansatz. Also so, wie wir das beim ersten Mal tönen, beziehungsweise beim zweiten Mal tönen gemacht haben, wo ich nochmal zum Ausbessern war, damit wir wieder meine Naturhaarfarbe erreichen. Das heißt so ein bisschen aschigerer und dunklerer Ton. Allerdings mag ich dieses Helle in meinen Längen ganz gerne und es könnte auch sein, dass ich mich vielleicht sogar dazu entscheide, ein Balayage zu machen, dass hier oben einfach nur ein paar Strähnen mit reingezogen werden, dass der Übergang nicht ganz so harsch ist und wir von der Tönung her aber genauso bleiben wie in meinen Längen. Dass wir da nicht nachtönen, sondern nur den Ansatz tönen, sich das da rauswäscht, genauso wie in den Längen und so gesehen der Übergang fließender ist. Da muss ich aber mal gucken, wie ich das mache, weil meine Haare blondieren an sich in meinen Längen auf gar keinen Fall mehr.
Wenn, wie gesagt, würde ich entweder meinen Ansatz zu meinen Längen anpassen oder meine Längen zu meinem Ansatz anpassen. Das muss ich aber mit der Zeit gucken, wie sich das entwickelt. Letztes Mal hatte ich damit ja gar keine Probleme. Mich hat das gar nicht gestört, dass das irgendwann rausgewachsen ist. Aber mal gucken, wie ich es diesmal sehe. Ich mag am liebsten diese Länge an Ansatz, wenn nicht sogar noch so ein Stück. Also ich mag diese Länge an Ansatz wirklich sehr gerne und finde das auch sehr ästhetisch schön, wenn man einen Ansatz hat. Ob er gefärbt ist oder von Natur aus ist, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache er ist halt dunkler, wie in meinem Fall. Und ja, das waren jetzt erstmal alle Grundinformationen zu meinen Haaren, dass ihr auch wisst, okay, was steht dieses Jahr an? Hat sie krasse Sachen vor Blondierung oder so? Auf gar keinen Fall. Also meine Haare blondieren werde ich auf gar keinen Fall mehr, wenn überhaupt nur mein Ansatz mit so Babylights, dass ein schöner Übergang da ist. Aber Leute, kommt Zeit, kommt Rat. Wir haben den 30. Juli. Wir beginnen erstmal diese Challenge und dann gucken wir, wo uns das Ganze hinführt. Ich bin mit der Länge sehr, sehr zufrieden, denn die Länge ist alles auf einer Länge. Und das Geniale ist, ich habe auch Maßband hier. Das heißt, wir können meine Haare diesmal auch mitmessen. Ja, ich würde sagen, starten wir? Starten wir. Ich habe hinter mir mein neues 365 Tage Don't Cut My Hair Challenge T-Shirt. Und ich freue mich einfach übertrieben. Ich habe das bei H&M bestellt. Das war sogar im Angebot. Hier ist noch das Ding dran. Ich habe es in Größe XL bestellt, dass es so ein bisschen oversized sitzt. Und vom Fit her einfach so fällt, wie es fällt. Ich würde sagen, ich ziehe das Ganze jetzt mal an und da machen wir den ersten Strich. Leute, ich bin so gespannt, ob dieses Jahr meine Haare länger wachsen als letztes Jahr oder ob es von der Länge her ungefähr gleich ist. Ich werde das alte T-Shirt natürlich auch behalten, aber das macht halt keinen Sinn für mich, das weiter zu benutzen, weil es halt einfach super dämlich gewählt war. Das fällt doch schon mal besser, ein bisschen lockerer. Leute, es ist einfach ein fresh start. Ich kann es nicht glauben, ich bin irgendwie so richtig aufgeregt auf der einen Seite, auf der anderen Seite freue ich mich riesig. Ich bin super gespannt, ob das einen Unterschied macht mit dem Mondkalender. Und das, was ich auf jeden Fall weiter beibehalten werde, ist, einen Splitschnitt zu machen. Das heißt, so alle 3-4 Monate werde ich gucken, dass ich einen Splitschnitt mache. So, ich versuche jetzt so gut wie möglich geradeaus zu gucken. Ich halte meinen Kopf ganz gerade, lege meinen Finger hier hin, ohne meine Haare irgendwo hin zu drücken oder zu ziehen. Und mache einfach hier in meine Haare rein den ersten Strich. Hat das funktioniert? Das hat funktioniert sehr gut. So, auf der anderen Seite dasselbe. Leute, diese Fliegen gehen mir so auf den Keks. Ich weiß gerade nicht, wo ich die Linie machen soll, weil irgendwie sieht das ein bisschen schief aus. Egal, ich lege das mal ein bisschen bündiger. Und mache das jetzt mal hier rein. Ich ziehe die Linie noch ein bisschen nach, weil irgendwie jetzt malt er richtig. Hier ist auch ein bisschen klein. So, jetzt seht ihr die Linie. Seht ihr die? Ja, seht ihr auch ein bisschen besser. Es sieht ein bisschen so aus, als wenn meine Haare schief geschnitten sind. Ich finde so im Real Life sehen die schon sehr gerade aus. Aber ihr seht, meine Haare sind diesmal wirklich auf der Linie und nicht irgendwie da drüber, da drunter oder so. Mir ist lieber, dass ich so ein Stückchen in meinen Haaren male, anstatt dass ich viel zu weit da drunter male, wie es die letzten Male immer war. Oder dass ich hier irgendwas so ziehe oder so. Wir haben definitiv dazugelernt. Ich will die Linie noch ein bisschen größer machen irgendwie. Sieht so klein aus. Mir kommt das dann so vor, als wenn ihr das nicht seht. Deswegen will ich das so groß wie möglich machen. Ich schreibe jetzt noch drauf den 30. Juli. Das mache ich gleich, wenn ich das T-Shirt aus habe. Und ich würde sagen, wir messen jetzt noch einmal. Ich bin so gespannt, Leute. Upsi. So, ich weiß nicht, ob ich ab hier messen kann, weil das Maßband hat hier so ein blödes Ding und zur Not müssen wir das Maßband einmal zwischendrin wechseln. Ich weiß gar nicht, ab wo ich messen soll. Noch könnt ihr mir sagen, ab wo ihr gemessen haben wollt. Ich werde das jetzt so machen, dass ich hier am Ende von meinem Ohr dieses Metallding anlege. Oh nein, das ist scheiße, weil wir genau da enden, wo das Maßband hier mittendrin unterbricht. Okay, da müssen wir das anders machen. Ich nehme euch nächstes Mal ein anderes Maßband mit. Ich habe nur gerade hier gerade keins griffbereit. Entweder ich muss eins bestellen oder meine Mama fragen, ob die eins hat. Ich weiß nämlich, dass wir irgendwo ein pinkes Maßband haben und das ist durchgehend. Ich weiß nicht, warum das hier diese fucking dämliche Unterbrechung hat einfach mittendrin. Versteht auch kein Mensch. Naja, ich würde sagen, dann machen wir das einfach so, dass ich hier bei 100 anfange. Seht ihr das? Hier ist 100. Hier ist 100. Ich knicke mir das dann so. Lege die 100 an mein Ohr an.
ziehe meine Haare hier gerade lang. Seht ihr das? Oh, das ist so blöd. Oh, es tut mir leid, dass ich gerade kein anderes Maßband da habe. Okay, Ende meines Ohres. Ich ziehe hier lang. So. Seht ihr das? Wir sind bei 126 cm. Also 26 cm lang sind meine Haare. Ich habe jetzt auf 100 gemessen. Also 126 cm sind wir. Ich schreibe das, glaube ich, auch mal mit hier hin, weil dann habe ich eine bessere Übersicht. Also 26 cm schreibe ich jetzt auf, weil wir nächstes Mal mit einem neuen Maßband messen. Und wir messen ab Ohrläppchen. Ich bin so excited, Leute. Also, wir schreiben jetzt auf 26 cm und 30. Juli und dann sehen wir uns wieder und ich zeige es euch auf dem Shirt. Ich glaube, ich werde das danach die Monate so machen, dass ich das Datum schreibe und daneben die Zentimeteranzahl. Allerdings finde ich es ganz gut, dass ich das jetzt so mache, so seht ihr es auch nochmal, 30. Juli, 26 cm, dass ich halt wirklich auch eine Übersicht habe, okay, wie viel Zentimeter sind denn jetzt meine Haare? Weil auch wenn ich jedes Mal für euch messe, ich werde mir die Zahl natürlich nicht merken, logischerweise. Deswegen, ich bin sehr excited, ich bin unfassbar aufgeregt, gespannt, wie dieses Jahr wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dieses Jahr abbrechen werde irgendwann zwischendrin, weil mir einfach meine Haare vielleicht einfach zu lang werden oder so. Aber ich habe es dieses Jahr auch gut durchgehalten und fingers crossed, dass es dieses Jahr noch besser wird, weil meine Haare noch gesünder werden. Diesmal ohne Blondierungszwischenfall. Und ja, ich würde sagen, das ist der Neustart und ich bin ganz excited für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr macht mit. Wenn ihr mitmacht, schreibt mir eure Startlänge unten in die Kommentare. Messt am besten genauso wie ich, damit ihr nicht vergesst, wie ihr messt. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Folgt mir gerne auf all meinen Social-Media-Kanälen, egal auf TikTok, Instagram, YouTube, also hier. Und ja, ich freue mich über all euren Support und würde sagen, das war's von mir mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!